Etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Der überstanden.
mich die Frage, was bei diesem... Ein Ghoul. Äußerst faszinierend. Starte Aufzeichnung. Aber auch ein gutes Training. Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Tut mir leid. Ich habe die Angewohnheit, immer in Schwierigkeiten zu geraten. Wenn ich darüber nachdenke, erklärt das vieles. Ein guter Samariter? Gut, ich habe keine andere Wahl. Wenn du dir alles anhören willst, meine Tochter ist verschwunden. Es fing alles mit diesem verdammten Funkgerät an. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Reden wir übers Geld. Nachforschungen zu Vermissten sind nicht billig. Natürlich. Wie hören sich 350 Kronkorken an? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts.
Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kasumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Kannst du mir sonst noch was über Kasumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kasumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Ich würde gern mehr über Kasumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kasumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Jedes Detail ist wichtig. Es ist nur, dass... Er war der Einzige. Klar. Sie fing an, bis... Erstmal nicht mehr. Das kann in den Müll, oder? Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Thank you.
Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock. Wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kasumi. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Oh, okay. Hallo? Test? Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kasumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Komm gleich! Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr ver... Birnenförmig. Protokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen.
an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl, als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen, mich mit diesen Synths treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn! Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Eine Bootsfahrt? Kriegen wir auch Seeungeheuer zu sehen? Ich weiß zwar, dass das Meer alles andere als sicher ist, aber das Schiff wird dich sicher dorthin bringen. Zumindest hoffe ich das. Bevor du gehst, hier ist die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kasumi sicher zurück ist. Desdemona hat einen Einsatz für dich. Wir haben einen Notfall. Glory hat einen Runner in der Nähe des Unterschlupfs Dayton gesehen. Normalerweise würden wir beim ersten Anzeichen eines Runners sofort untertauchen. Wir verstecken uns gut und so lange, bis keine Gefahr mehr besteht. Aber wir dürfen deine Infiltration des Instituts nicht abbrechen. Also bleiben wir. Red weiter. Und es wird noch schlimmer. Im Unterschlupf Ticonderoga ist das Licht ausgegangen. Schau da mal vorbei. Hoffentlich gibt's da keine Probleme. Solltest du jedoch auf einen Runner stoßen, töte ihn. Solange es keine Überlebenden gibt, bleibt deine Tarnung intakt. Ich gehe dann mal. Viel Glück. Such dir dein Team aus, Glory. Könnte den Doc brauchen. Mr. Smiley ebenfalls. Desdemona. Wenn Ticon fällt, gehen uns langsam die Orte aus, an denen wir Synths verstecken können. Die Jagd ist noch nicht eröffnet. Vorerst. Aber nimm dir, was du brauchst. Oh, das werde ich. Wenn Ticon fällt, gehen uns lang...
langsam die Orte aus, an denen wir Synths verstecken können. Leute, es kann sein, dass wir kurzfristig evakuieren müssen. Bleibt in Alarmbereitschaft. Hallo, du musst Bullseye sein. Ich habe dich gesucht. Ich bin Boxer. Der Boss hat mich gerufen, weil ein paar Gerüchte im Commonwealth die Runde machen. Es gibt Gerüchte über eine Synth-Kolonie die Küste hoch. Hast du da was von gehört? Die Railroad hat Verbindungen die Küste rauf? Nein, nicht wirklich. Wir helfen den Synths raus aus dem Commonwealth. Aber was immer das ist, wir haben damit nichts zu tun. Komm schon, raus damit. Was weißt du? Ein Mädchen namens Kazumi Nakano ist in Richtung Norden verschwunden. Sie glaubt, sie ist ein Synth und hat wohl auch von den Gerüchten gehört. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Wenn sie ein Synth ist, haben wir ihr eher nicht geholfen. Sieht so aus, als würden diese Gerüchte echt die Runde machen, was? Ich halte die Ohren offen. Mach du das auch. Wenn du was Konkretes rausfindest, lass es mich wissen, ja?